So. Wir haben eins. Ach nö, das sind dann die 2 Sekunden gewesen. Guckt euch das mal an, Leute. Hier. Ach, hätte ich die eine Kiste da noch eingesammelt, ne? Dann hätte ich es jetzt geschafft. Ja, herrlich. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir hatten es ja fast. Also. Ne. Nicht so schlimm. So, komm. Okay, nochmal. Hopp. Den müssen wir auf jeden Fall so mitnehmen. Und das auch. Das ist gut. Häng dich daran. Das war jetzt nicht so optimal. Das war kacke. Jetzt haben wir Akku verloren. Ich werde es trotzdem noch weiterhin versuchen. Ja, das war jetzt scheiße. Komm raus. Runter. Tschüss. Das war nicht so schön. Ich denke mal, der Versuch davor, wo ich dann blöderweise zum Schluss in die Lücke reingefallen bin, der wäre super gewesen. Aber es ist halt kein Wunschkonzert hier. Das ist Crash Bandicoot. Geh weg. So, hüpf. Über Eck. Und du bist weg. Das reimt sich. Hup. Jawohl, den haben wir gekriegt. Und er hat nicht seinen Tornadosprung angesetzt. Das ist sehr gut. Die sind ein bisschen kacke, wenn die da so stehen. Weil man dann immer gern gegen die Gegend rennt. Und jetzt haben wir einen super. War ein toller Satz, ich weiß. Bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber macht gar nichts. Das mache ich ja sonst nie, ich weiß. Weiter. Lauf, Crash, zackig. Weg. Ja! Perfekt. Super. Die Musik war eben perfekt. Zusammengeschnitten. Nicht von mir, vom Spiel. Es sind diese kleinen Fehler, die ich immer gerne wieder mache, ne? Merkt ihr auch. Oh! Da war ich etwas übereifrig. Aber 9 Sekunden 4 war bis dahin, glaube ich, schon Rekord. Ich hatte sonst immer um die 10 Sekunden bis dahin. Das war ja mal eben geil. Man sollte noch ein bisschen drauf achten, wo man hinspringt. Ach Mensch, das war schon wieder so gut. Komm, Alex, war ein bisschen ruhiger jetzt hier. Okay, habe ich noch gerade mitgekriegt, die Uhr. Hopp. Das ist gut, den zu erwischen, finde ich. Und dann am besten noch auf die Fallkiste draufspringen, nicht so wie ich eben. Ah, das war jetzt einigermaßen. So, hier rüber. Geh weg. Die Sekunden haben wir auch. Die Kiste müssen wir haben. Haben wir gekriegt, gut. Ja, weg. So, das haben wir auch. Da ist Akku. Nein! Wieso hast du losgelassen, Crash? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Manchmal will er mich so ein bisschen verarschen. Bam, genau. So war gut. Und dann daran. Nein! Da hat er wieder losgelassen, Leute. Ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Hoch da. Crash, beweg deinen Arsch. Nein! Nicht gut. Da lacht er auch noch. Habt ihr das gesehen? Wollten wir die Zeit... Oh, jetzt hat er auch ein Leben verloren. Wollten wir die Zeit nicht mitnehmen, wollte ich sagen. Was mache ich hier? So. Das ist schlecht. Ja. Ich muss direkt hoch. Ich muss hier direkt hoch. Genau so. Und dann laufe... Oh. Da war ich zu schnell anscheinend. Ja, das ist doch mal ein perfekter Versuch. Noch läuft die Zeit ja nicht. So jetzt aber. Jetzt läuft die Zeit. Das könnte noch reichen. Wieso geht das Bild nicht weiter? Das ist auch nicht schlecht. Da habe ich gerade das Bild überlistet. Oh, gerade so. War nicht optimal, aber okay. So, hops, hops. Er hält fest. Ich muss mal im Moment erst mal kurz warten, ob er sich auch festhält. Und dann hält er sich natürlich fest. Dann hätte ich schon längst weiterlaufen können. Das ist ärgerlich. Ja, weg. Lass mich durch. Und jetzt hier hoch, da die mitnehmen. Sehr gut. Und hier rüber. Wahrscheinlich hätte ich auch gleich rüberfliegen können. Machen wir beim nächsten Mal. Das war gut. Nein, das war nicht gut. Wieso bist du denn auf dem Tuch gelaufen, Crash? Sonst hüpfst du doch immer, wenn du auf dem Tuch bist. Das ist ein Teufelskreis hier. Ja.
Ungefähr habe ich mir das vorgestellt, genau. Zumindest lief die Zeit schon und ich habe kein Leben verloren. Das war jetzt gerade der einzige Trost, den ich da an der Stelle verspürt habe. Wir warten jetzt, bis du wiederkommst. Besser ist. So, rennen wir los. Ja, es steht der Typ im Weg. Und ich spring daneben. Juppala. Irgendwann kriegen wir so auch Leben dazu. Das ist ja schon mal was. Halt! Nein! Ach, komm runter hier. Hält er sich mit seinem dicken Arsch davor uns auf und wir kommen nicht weiter. Ach Mensch, was machst du denn hier, Crash? Du bist eine Pfeife manchmal. So, läuft doch. So, das geht ja noch einigermaßen. Weg. Fallen lassen. Rüber. Weg. Weg, hab ich gesagt. Weg, 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 weg. Die habe ich nicht mitgenommen. Das ist schlecht. Die habe ich mitgenommen. Das geht ja. Also eine Sekunde verbaselt ist nicht gut. Er hat seinen Doppelsprung nicht ausgeführt. Ja. Ja, Crash ist kaputt. Anscheinend. Das lief gut. Endlich mal wieder ein guter Anfang. Vielleicht wird ja auch der Rest dann besser. Jetzt bin ich über ihn rüber geflogen. Auch interessant. Das passt auch. Fallen lassen. Rüber. Vorbei. Ja, gut. Ja, nicht mitgenommen. Das ist 3 Sekunden, da kann ich nicht drauf verzichten, Leute. Tut mir leid. Wir haben ja gesehen, dass uns am Ende schon 2 gefehlt haben. Dann kann ich nicht auf eine 3-Sekunden-Kiste verzichten. Okay. Ach, geht alles noch. Halt dich fest. Gut. Oh, geile Zeit. Habt ihr das eben gesehen? 8 Sekunden. Da habe ich ja da schon 2 Sekunden aufgeholt. Geil. So. Hüpf. Und ja, die hat er mitgenommen. Sehr schön. Das sieht gut aus. Da müssen wir jetzt was draus machen. Was habe ich da denn gemacht? Ja, gut, dass er die mitgenommen hat. Egal. So, mal gucken, was sich draus macht. Läuft ganz gut. Runter. Hopf. 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 Okay. Die mitnehmen. Hätte ich jetzt beinahe Scheiße gebaut. Die müssen wir mitnehmen. Och Mensch, Crash, ey. Du bist ein Affe. Och Mann, das ärgert mich jetzt. Warum hat er sich da so angestellt bei der blöden 2-Sekunden-Kiste? Das hat wieder total viel Zeit gekostet. Gut, weiter geht's mit der Fahrt, ne? Erkennt den Spruch, ja. Jetzt haben wir hier wieder 2 Sekunden schlechter als eben. Das war schon eine super Zeit. Och, Akku ist weg. Ich habe die Abkürzung nicht genommen und ich habe mich in eine Flasche verzaubern lassen und ja, hervorragend. Hey. Sehr gut. Ja, tschüss. Tuk-tidi. Geh weg. Hopp. Akku. So, geht noch, ne? Auf der Rande. Ja, ist in Ordnung. Die 10 Sekunden rum ist es noch akzeptabel, sag ich mal. Das hatten wir, glaube ich, eingangs dann auch. Durch da. So. Ja, ist, glaube ich, besser, direkt rüber zu springen. Das habe ich jetzt eingesehen. Weg. Nein! Och, das hat er mich irritiert. Du, Honk. Der mit seinen blöden Töpfen und Vasen und Krügen und hast du nicht gesehen. Gut. Ja, 9 Sekunden ist natürlich noch besser. Das Beste war vorhin 8 Sekunden, glaube ich. Das war geil. Ja, also an der Stelle, okay, da ist der Tornado-Sprung hilfreich. Habe ich eingesehen. Da hat er wieder den Doppelsprung nicht... Och Mensch. Sowas darf nicht passieren, finde ich.
Ich meine jetzt auch von der Programmierung her, dass er ab und zu aussetzt, der Doppelsprung. Weil dann kann man hier nicht so einen perfekten Lauf hinkriegen, wie ich das versuche. Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, was ich hier mache, aber... Für meine Verhältnisse ist das schon das Perfekteste, was ich abliefern kann eigentlich. Also, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ich hier groß mehr raushauen könnte. Mit meinen Fähigkeiten! So, runter. So, wenn ich hier springe und da... Dann muss ich es halt in 3 Stufen machen, okay. So. Lauf los. So, weiter. Meinetwegen könnte er jahrelang gehen, dieser Super-Akku. Da hat er einen Akku. Habt ihr gesehen? Da hat er einen Doppelsprung gemacht. Den habe ich jetzt nicht eingesammelt. Ich trotzdem erstmal im Versuch. Weg. Da habe ich Probleme an der Stelle, aber ohne Ende. Ich weiß nicht warum. Grrr. Nein, nicht gut. Runter. Hast mich nicht erwischt, Edge. Tut mir leid, Leute, wenn das alles ein bisschen nervenaufreibend für euch ist. Ich verspreche euch, sollte das jetzt hier noch zu lange dauern, schneide ich es zusammen. Weil das ist ja nicht in eurem Interesse dann, denke ich mal. Hoppala, so. Aber das wird noch öfter so kommen, so eine Szene, denke ich mal. Wo ich hier dann an einem Level länger festhänge. Ah, danke schön. Hör auf zu vibrieren, du blöder Controller. Manchmal spackt er ab und hört gar nicht mehr auf. Das ist komisch. So, runter hier. Zack. Verdammt. Puff. Sehr schön. Nein, hoch da. Sehr gut. Ranspringen. Gut. Weiter. Gut gemacht. Das passt da auch perfekt. Hier, dann da lang. Genau. Weg da. Vorbeirennen. Kaputt machen. Den da oben mitnehmen. Jawohl. So sollte das laufen. Geht weg. Auf Nummer sicher gehen. Gut. Nein, das... Das war jetzt natürlich total unnötig. Da ging bestimmt 3-4 Sekunden drauf. Na, wir versuchen es trotzdem weiterhin. Mitnehmen. Ah, da bin ich auch festgehakt. Nicht gut. So. Hopf. Da hat es wieder geleckt. Da konnte ich nichts für. Den will ich noch kriegen hier, den Penner. Gut. Sehr schön. Gut, dass ich über die Mauer gesprungen bin und direkt in den Abgrund. So muss das sein. Aha. Irgendeinen blöden Fehler mache ich aber an jeder Stelle. Das ist ja... Also es macht mir ja noch Spaß, so ist das nicht. Ich hoffe nur, dass es euch Spaß macht, weil ich habe immer... Ich habe immer das Problem, dass ich denke, wenn ich länger als eine Folge an so einem Part hänge... das ist auch geil. Wenn ich länger als einen Part an einem Level hänge, so wollte ich es eigentlich sagen, dass es euch dann langweilt. Und... Ja... Wie ist das denn so generell? Wenn ich jetzt für ein Level, sag ich mal, 2 Parts oder so brauche oder noch länger, guckt ihr euch das dann immer noch an? Oder sagt ihr auch, Mann, hoffentlich ist er bald mal durch, kann er das nicht zusammenschneiden oder sonst irgendwas? Könnt ihr mir mal gerne mal reinschreiben, weil ich da immer so ein bisschen im Zwiespalt bin. Ich will euch nicht langweilen, das ist das Problem, ne? Mir macht das nichts. Ich kann das hier stundenlang machen. Stundenlang auch nicht, aber bin ich auch verzweifelt, aber ihr wisst, was ich meine. Wollt ihr das dann wirklich alles sehen? Sowas hier zum Beispiel? Oder ist das dann ätzend? Trotzdem müssen wir gleich einen Cut machen. Das war gut. Weil eine Stunde gleich rum ist. Und dann kann ich immer gut schneiden. Aber ehrlich gesagt möchte ich das hier schon ganz gerne noch hinkriegen. Wenn das denn irgendwie möglich ist. So nicht. Ich möchte auch einmal gleich einen guten Lauf haben und einmal noch super Akku erreichen an der einen Stelle. Wenn das dann nicht klappt, dann... Oh Gott, komm einfach. Dann mache ich gleich erstmal einen Schnitt und dann machen wir das gleich nochmal wieder. Vielleicht fange ich dann am besten mit der... geschafften Variante von diesem Level an. Das ist auch eine Möglichkeit. Könnte ich auch mal so machen. Hops, hops, Panda. Okay, das sieht von der Zeit her noch gut aus. Runter. Hier rüber. Den töten. Vorbei. Gut. So muss das laufen. Okay, da habe ich jetzt rausgefunden, am besten gar nicht, springen. Also nicht den Sprungknopf drücken, weil er springt von alleine ja ein bisschen, wenn er auf das Tuch fällt. Und das ist eigentlich genau der richtige Schwung, sag ich mal, um auf das nächste Tuch zu kommen. Das war gerade nicht so schön. Nicht lecken. Gut.
Ja, sehr gut. Hier, wenn ich da jetzt einfach so ganz normal hüpfe, passt es. Oh, das war nicht gut. Uff. Da habe ich jetzt 2 Sekunden verpasst. Ich habe noch einen Akku. Ich renne jetzt einfach mal hier durch und fall trotzdem da rein. Ach, Leute. Zum Mäusemelken. Einmal hier. Egal. Ich weiß, ich habe eben gesagt, ich mache hier gleich einen Cut, aber ich muss noch einmal versuchen. Ich will das hinkriegen. Das ist mein Ehrgeiz. Verdammt. So, hoch da. Ran. Ich bin auch gerade so ein bisschen gut im Tritt, sage ich mal. Deswegen, wenn ich jetzt hier einen Cut mache, dann ist gleich der ganze Schwung wieder draus, habe ich so die Befürchtung. Das will ich auch nicht. So, überholen. Ja. Gut. Bam. Hupf. Hupf. Sehr schön. Oh, okay. Und Akku. Na, so. Den. Komm, jetzt einmal Konzentration das hinkriegen, Alex. Dann haben wir es doch. Dann haben wir es doch. Na gut, das haben wir jetzt nicht geschafft. Okay. Wow. Wow. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Unter 45 Sekunden. Jetzt bin ich gerade selbst wieder ein bisschen überrascht von mir. Okay, aber das ist doch ein schönes Ende. Jetzt machen wir hier einen Cut und bis gleich.